Widerspiegeln. Jetzt sitze ich irgendwie wieder so im Weg. Egal. Man kann sich ja eigentlich denken, was da steht. So, hallo, meine Lieben. Ich komme gerade eben aus dem tollen Zoom-Call von unserer Britta Walter, die über das Sensi-Geschäft berichtet hat. War sehr, sehr, sehr nice. Und es waren noch einige Interessenten vor mir drin, das habe ich gesehen. Also war sehr schön. Und ich dachte, wir packen jetzt ein riesengroßes Paket aus. Und ich habe einmal reingeguckt, weil ich jetzt nicht wieder hier sitzen wollte. Und ich dachte mir so, wenn ich jetzt das Paket aufmache und dann sind es am Ende so Geschenke, die man sich erarbeiten kann. Also wir hatten oh, diese Anfragen immer bei TikTok. Wir hatten eine Incentive, wo man sich was erarbeiten konnte, und das waren so Campingstühle. Und es war so ein riesengroßes Paket, was jetzt heute angekommen ist. Und ich dachte mir, ey, wenn das meine Campingstühle sind und ich setze mich dann runter hier und mache mit euch das Unboxing und dann sind es meine Campingstühle, es wäre peinlich. Aber ich habe kurz reingeguckt und es ist die Valentinstagskollektion und ich freue mich, euch die jetzt zeigen zu dürfen. Und wir schnuppern auch wieder live. Und die Valentinstagskollektion ist fast noch komplett da, muss ich dazu sagen, aber die meisten Sachen sind da und vor allem die meine persönlichen Highlights, auf die ich mich auch mega gefreut habe, die sind auf jeden Fall da. So, wir starten mal mit den Bodyclips. Da zeige ich euch jetzt einmal den Bodyclip, der noch da ist. Das ist nämlich dieser kleine süße Fliegenpilz. Ein Fliegenpilz mit Herzchen. Und dieser wunderschöne Bodyclip, der war sofort ausverkauft. Verstehe ich auch, weil das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich zeige euch den jetzt nämlich nur ganz, ganz schnell. Wow! Oh, geil, so richtig lecker fruchtig. Und der ist so cool. Ich finde ihn so cool. Für mich ist das nämlich echt kein normaler Bodyclip, sondern ich finde, das ist ja ein Schlüsselanhänger, ein Taschenanhänger. Ihr könnt ihn ins Auto hängen, ihr könnt ihn an eure Tasche hängen. Er hat einen goldenen Haken. Ich will ihn euch gar nicht so schmackhaft machen, weil er, wie gesagt, nicht mehr verfügbar ist. Dann hat er so einen coolen Puschel dran. Hier steht Sensi und er hat zwei so Gummiperlen dran und ein richtig flauschiges Herzchen. Und der war sofort ausverkauft, was ich wirklich verstehen kann, weil ich den so cool finde. Und ich bin noch am Überlegen, ob er entweder an meinen Schlüssel kommt oder an meine Tasche. Ich finde ihn ehrlich gesagt mega cool an meiner Tasche. Weil meine Tasche ist auch so mit goldenen Highlights. Und der ist so toll. Und der riecht unfassbar gut. So, ganz schnell gezeigt, weil ich will ihn euch wirklich nicht schmackhaft machen. Er ist, wie gesagt, leider nicht mehr da. So, man muss halt immer sehr schnell sein bei solchen Kollektionen. Aber der Fliegenpilz ist noch da. Und für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ein Bodyclip ist, in unserem Bodyclip ist der Duft schon eingearbeitet. Also den könnt ihr nicht wechseln. Und der hält euch wirklich ewig. Ich habe hier ein Einhorn hängen. Es müsste mittlerweile 3 oder 4 Jahre alt sein. Es riecht immer noch. Es riecht nur noch ganz dezent, aber es riecht einfach immer noch. Und es riecht, also es hängt ohne Verpackung logischerweise da. Genau. Und wir haben ganz unterschiedliche Bodyclips und ich habe euch auch schon mal eine Story abgefilmt. Der Mika hat den Dino an seiner Kindergartentasche. Da ist auch ganz stolz drauf. Findet er mega cool, den Dino. Und ja, Bodyclips könnt ihr verschenken zur Einschulung, zum Kindergartenstart, aber auch natürlich für euch. Ich habe zum Beispiel im Auto den goldenen Schnatz hängen von Harry Potter, weil ich den sehr schicki finde mit Gold. So, jetzt zeige ich euch den Fliegenpilz. Ich laber, laber, laber. Riecht genauso. Sehr fruchtig. Simply Success oder Simply Success, doch. Ach, ist der süß. Oh Gott. Ihr könnt im Übrigen die Zettel abschneiden. Ne? Also ich finde jetzt den Zettel für den Bodyclip tatsächlich zu lang. Also sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Versaut finde ich komplettes Bild. Den schneide ich ab. Da habe ich gar kein Problem damit. Zack. Ist der goldig. Mein Gott, ist der süß. Ich flipp aus. Schaut euch den an. Ich glaube, der löst jetzt den Schnatz ab, weil ich den wirklich süß finde. Der macht irgendwie gute Laune, wenn man den kleinen Fregali in seinem Auto hängen hat. Goldig. Gott, sie. Gott, Gott, Gott. Ja, wir haben schon süße Sachen, ne? Aber wir machen weiter. Ich weiß, Kuscheltiere, Buddies, Bodyclips, eigentlich gar nicht so euer Ding. Ihr wollt immer die Produkte haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu meinem Highlight. Was war denn das jetzt für ein Ton? Hä? Was war denn das jetzt für ein Ton? Habt ihr das auch gehört? Habe ich irgendwas erreicht?
Mein absolutes Highlight ist der Duftblumenstrauß. Der Duftblumenstrauß. Schaut euch mal bitte diese Oschi-Verpackung an, ja? Also Duftblume, nur zum Vergleich, kommt so zu euch. Habt ihr einmal das Ölfläschchen und einmal die Blüte. Und das ist unser Blumenstrauß. Und ich habe so coole Videos gesehen. Wunderschön eingepackt, wirklich. Also super schön eingepackt. Kann ich euch jetzt auch eigentlich wieder die Holzplatte zeigen. Finde ich, mit der kann man echt schön dekorieren und arbeiten. Ist nicht teuer. Glaube ich, 1 Euro oder 2 Euro beim großen A. Und jetzt zeige ich euch das mal. Boah, ist das ein Riesending. Zur Info, kostet doppelt so viel wie die Duftblume. Habt ihr aber auch viel länger was davon. Also es ist eine Riesenflasche und ihr habt 3 Blüten drin. Also es ist der Hammer. Ich zeige es euch. Ich wollte es auch unbedingt auspacken. Ich brauche eine neue Duftblume. Und jetzt in dem Fall habe ich einfach einen Blumenstrauß, Mann. Perfectly cute. Goldene Birne wird mit Hilfe von Vanillecreme und einem Spritzer Aprikosenblüte aufgepeppt. Wow. Okay. Alter Schwede, ist das ein. Krass! Okay, wow. Ich bin gerade geflasht. Ich sehe es auch zum ersten Mal. Ist in einer Folie eingepackt, die ihr super easy abziehen könnt. Dann habt ihr einen schwarzen Deckel und wir stellen das Ganze bitte ab, weil sonst endet das Ganze in einer kleinen Sauerei. Dann geht ihr mit einem Fingernagel oder mit einem spitzen Gegenstand, da ist noch so ein Plastikbubble drauf, einfach an der Seite entlang. Wow, 72 Zuschauer und 62 Zuschauer, ihr seid ja krass, ey. Alle, die auf TikTok sind, klopfen mir mal bitte ganz doll auf den Kopf, dass wir heute ein paar Likes sammeln für meine Reichweite. So, Plastikbubble, schmeiß mal weg. Dann kommt der Wunder. Oh, ich mache hier mal den Ton aus. Oh mein Gott. Genau das brauche ich jetzt. Genau das brauche ich jetzt für Frühling, Sommer. Und ich habe das letztens zu meinem Mädelset. Ich so, mein Gott, wenn ich mir dieses Teil jetzt hinstelle, ey, das Ding habe ich mindestens bis Weihnachten bei mir im Flur stehen. Ich habe eine Duftblume. Ich habe das erst vor einer Woche oder so zu Steffi und zu Marie und so gewollt. Ich habe gesagt so, also ich weiß voll nicht, meine Duftblume im Badezimmer habe ich jetzt seit 2 Jahren stehen. Die riecht immer noch. So, ich müsste eigentlich mal eine neue hinstellen, weil die einfach nicht mehr so fresh ausschaut. Aber sie riecht einfach immer noch. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich das Teil jetzt stehen habe. So, fürs Aussehen her kann man natürlich dieses Sensi-Logo oder Emblem oder Zedala, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, abmachen. Das könnt ihr auch komplett ohne Rückstände machen, hoffe ich zumindest. Bei der Duftblume klappt es ohne Rückstände. Ich stelle sie hin. Es endet in einer. Okay, also das erste Ding geht easy. Es endet sonst in einer Sauerei. Und das zweite muss man schon ein bisschen fester ziehen. Okay, also es geht nicht ganz. Na ja, doch. Warte, ich zeig's euch gleich. Oh, vorsichtig, nix rausschwabbeln. Das sieht komisch aus. Wenn jetzt jemand in das Live reinkommt, der denkt sich wahrscheinlich, boah, was macht denn die Alte da? So. Also ein bisschen mehr Rückstände als bei der Duftblume, aber ich denke, wenn man das ein bisschen mit warmem Wasser und mit einem Countercleaner arbeitet, dann sieht es echt schön aus. Ihr könnt natürlich jetzt selber irgendwas drumherum binden. Eine schöne Schleife oder vielleicht selber so ein, wie nennt man das Material, wie so eine Art Kartoffelsack, Jutebeutelstoff. Das sieht bestimmt auch ganz toll aus. Also so sieht eure Flasche aus. Und jetzt kommen die Blüten rein und die Blüten sind in dieser Verpackung. Es sind einfach 3 Stück. Einfach 3 Stück. Ach, ich finde, da hat sich Sensi einfach schon wieder total übertroffen mit der Idee. Ach Gott, ey. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, nee. Natürlich habt ihr auch einen langen Docht, weil die Flasche natürlich sehr groß ist. So, und jetzt können wir, oh, ihr seht es gar nicht, es tut mir jetzt leid, ich zeige es euch gleich. Erste Blüte habe ich jetzt mal reingehängt. D
Die ist aus Solarholz im Übrigen, ist ein natürliches Material. Saugt sich jetzt erstmal, also dauert nicht mal einen Tag, dauert eine Stunde. Naja, okay, es sind 3 Blüten. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, jetzt ist 21 Uhr. Morgen früh habt ihr auf jeden Fall schon, also bei mir jetzt dann ein Ergebnis. Also da verändert sich dann schon die Blüte, hat sich dann schon vollgezogen und geht dann so vom Hellrosane ins Dunkelrosane. So, ich habe heute ein bisschen Sprachprobleme. So, und jetzt kommt die letzte Blüte rein. Das sieht so gut aus. Ich schwör's euch. Und ihr könnt es natürlich selber euch hin dekorieren, wie ihr das möchtet. Schaut's euch an, Leute. Auf eurem Wohnzimmertisch, auf euren Esstisch, auf eine Vitrine, aufs Regal. An Orte, wo ihr keine Steckdose habt, wo ihr keine Sensi-Lampe zum Beispiel hinstellen könnt, ja? In euer Badezimmer, in eure Gästetoilette. Krass, wunderschön, richtig tolles Geschenk. Valentinstag, schenkt ihr eigentlich nur eurem Partner was oder schenkt ihr gar keinen was? Ich schenke meiner Mama auch was. Und das hier wird das Geschenk sein. Ich hoffe, sie wird dieses Live nicht sehen. Da freut sie sich mega. Meine Mama ist total Fan von Duftblumen. Und jetzt bekommt sie einfach einen Duftblumenstrauß. Und schaut euch das an, wie schön das aussieht. Ja, stellt euch das mal vor. Und man kann an der Seite ja auf jeden Fall noch was anderes Schönes mit hinstellen. Wie findet ihr das? Schickt mal ein Herz in den Chat. Oder eine Blume. Toll, oder? Und jetzt ist sie ja noch trocken, ne? Also sie hat sich jetzt ja logischerweise noch nicht vollgezogen. Vollgezogen mit dem Öl, sondern das ist dann erst morgen früh. Und dann kann ich euch auch gerne abfilmen, wie sich die Blume oder der Blumenstrauß jetzt so verändern wird, ne? Mega! Mein Gott, da könnte ich jetzt schon wieder Stunden drüber berichten. Aber ich mache weiter. Sau schön. Lieb ich wirklich die Idee einfach. Habe ich euch gerade schon gezeigt, muss ich jetzt nicht auspacken. Eine Duftblume haben wir natürlich auch in der Valentinstagskollektion. Also da seid ihr, wie gesagt, bei 23 Euro, also 22,75. Habe ich auch super gerne verschenkt, als die Kinder Schulwechsel, Kindergartenwechsel hatten. Also so ein Abschiedsgeschenk ist das echt toll. Meine Mama holt sich grundsätzlich auch immer eine, wenn sie zum Geburtstag eingeladen ist oder mal zum Kaffeetrinken eingeladen ist, einfach so eine Kleinigkeit, dass man die mitbringen kann. Einfach eine tolle Geschenkidee. Unsere Duftblumen. So, dann machen wir weiter mit den Düften. Mit den Düften. Mit Düften, mit Düften, mit Düften. So, falls ihr nämlich jetzt denkt, ich habe mir die Lampen bestellt, habe ich nicht. Ich habe mir nicht die Valentinstagslampen bestellt. Wir haben einmal auf der einen Lampe draufstehen Sweet on You. Ich glaube, das sind Kirschen. Aber die Kirschen haben die Form von 2 Herzen. Könnt ihr euch ja alles auf der Seite anschauen. Dankeschön für dein Teamherz. Auf allaboutanna.sensi.de. Bei Instagram kann ich mein Bildschirm nicht spiegeln. Das ist voll blöd. Aber bei TikTok ist es richtig geschrieben. Aber ihr habt im Profil einen Linktree verlinkt. Da findet ihr meinen Shop. Ihr findet meinen YouTube-Kanal. Ihr findet den direkten WhatsApp-Kontakt mit mir. Also ihr werdet direkt hier zu mir verbunden. Dankeschön für dein Teamherz. Ah, da ist er ja wieder, die Habibi. Die Habibi, die hoffentlich bald in mein Team kommt. Was hab ich noch verlinkt? Geschäftseinstieg, wenn ihr starten wollt bei Sensi, habe ich alles verlinkt, also im Profil. Dann habt ihr ich erzähle euch ganz kurz, wo ihr es findet. Wenn ihr auf meinen Shop geht, allaboutanna.sensi.de, habt ihr es eigentlich schon auf der Startseite. Da ist die Valentinstagskollektion natürlich schon fett geworden. Aber ihr könnt auch unter Kollektionen und dann auf die Kollektion zum Valentinstag. So, und jetzt zeige ich euch mal das Set der Kollektion zum Valentinstag. Es ist ein Dreier-Set. Besteht aus diesen Düften und diese Düfte, die machen wir dann, weil das ist Karneval. Das hat jetzt nichts mit Valentinstag zu tun. Also kommen jetzt die 3 Düfte und die Lampen habe ich mir, wie gesagt, nicht bestellt. Auf der einen Lampe steht PS I love you, glaube ich, genau. Weil ich einfach schon super viele Minilampen habe und ich weiß einfach nicht, wohin damit. Aber die sind wirklich schön und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass sie wirklich das Kombi-Angebot
vom Mini-Ventilator drin haben. Da bekommt ihr den Mini-Ventilator in Rose Gold, den ich euch immer empfehle für euer Auto. Ja, die Wiffbox gibt's auch. Die neue vor allem, ne? Die Januar-Wiffbox. Dann habt ihr sie wahrscheinlich vor mir, weil meine ist nämlich noch nicht da. Genau, also ihr bekommt den Mini-Ventilator in Rose Gold mit einer Packung Pott für unschlagbare 28 Euro. Super, super geiles Kombi-Angebot. Ja, also guckt auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt lasst uns schnuppern. Das ist ein Dreier-Set, also auch ein Spar-Set für 24,50. Schöne Farben. Könnt ihr jetzt auch zum Beispiel ein tolles Geschenkset machen, indem ihr eine Valentinstagslampe oder eine Lampe aus der Schatztruhe kauft und dieses Valentinstagsduftset dazu packt, okay? Was habe ich da drum gemacht, dass der Pot drin bleibt? Ja, das ist ein kleiner Tricky. Schaut mal, also die Pots, die haben einen, ein guter Tricky, den man immer abkriegt. Schaut mal, der Pot hat ein Band hier außenrum. Da steht der Duft drauf, ne? Also für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Pott ist. Das ist wie so ein, ich sag immer, Gitterkörbchen. Und da sind, oh mein Gott! Ich hasse diese Live-Anfragen bei TikTok, die nerven mich unnormal. Kann man die nicht deaktivieren? Genau, und da, ich erkläre dir gleich, wo du die Wiffbox zu bestellen kannst. Da ist dieses Duftband drumrum. Und das könnt ihr ganz easy abmachen. Und wenn ihr zum Beispiel keinen festen Platz im Auto habt oder bei euch wirklich der Ventilator so ein bisschen am Rumwackeln ist im Auto, dann könnt ihr dieses Band ganz einfach drumwickeln. Das stört überhaupt nicht. Das macht dem Ventilator nichts und das macht dem Pott nichts. Und er ist fest. Der Pott fällt nicht raus. Ja, irgendwas ist mit der Stimme. Ich weiß auch nicht, was das ist. Entweder liegt es daran, weil ich mit zwei Handys gleichzeitig live bin. Und das ist irgendwie so eine Funkstörung. Es tut mir total leid, aber ich glaube, ich kann das nicht verhindern. Sorry. Das wurde mir das letzte Mal irgendwie schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt so vielleicht ein bisschen daneben schieben kann, dass es so geht. Genau, also kleiner Tipp von mir. Jetzt fangen wir an mit dem Dreier-Duftset. Wir fangen an mit I Pick You. Rote Johannisbeere und Heckenkirschnektar tanzen unter Sternen aus weißen Amber. Oh mein Gott, ich liebe ja Amber. Ich liebe Amber. Egal wo Amber drin ist, eigentlich liebe ich es immer. Okay, wir gucken mal. Nein, der ist nicht mit Batterie. Da wird ein USB-Kabel mitgeliefert. Und in dem Mini-Ventilator könnt ihr auch an euren Computer, an euren Laptop stecken, in euer Auto. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten für dieses kleine Schätzchen. Das ist unser Sensi-Bar. Das ist unser Wachsbar. Besteht aus 8 Würfeln. Und diese Folie hier, die ist nur als Auslaufschutz gedacht. Also das heißt, zu warmen Temperaturen oder wenn es heiß ist oder warm ist, nicht, dass da eben einfach nichts raussaut. Könnt ihr abmachen, macht dem Bar nichts aus. Ja? Also das sage ich immer dazu. Ach geil, mega. Ich rieche sofort den Amber. Da ist wirklich so, die Amber erinnert mich immer so ein bisschen an sportlich, weil das einfach in ganz vielen Parfums halt auch drin ist und so, ne? Also gerade in so männlich-sportlichen Düften ist Amber immer ganz oft drin. Und die Mischung aus diesen fruchtigen wegen den Beeren und dann den Amber, mega gut. Sehr geil. Sehr gut. Muss ich sagen, hatte ich echt ein wenig Respekt jetzt davor, wegen der Johannisbeere. So, dann kommt derselbe Duft, der auch der Blumenstrauß ist. Also das habe ich euch gerade schon vorgelesen. Goldene Birne, Vanillecreme und Aprikose. Perfectly Cute. Das ist der orange Duft. Auch da mache ich wieder die Folie komplett ab. Wow, wir sind immer gleich mit der Zuschauerzahl auf beiden Plattformen. Voll gut. Braucht es jetzt sowieso nach Weihnachten. Na hallo. Ach so. Ja, wenn man die Folie nicht gescheit abreißt, ne, dann kann natürlich der Bar auch nicht rausgehen. Toll. Ich brauche das jetzt auch einfach nach den ganzen Weihnachtsüften. Oh. Also, Birne, muss ich ehrlicherweise sagen, rieche ich jetzt tatsächlich gar nicht raus.
Aber ich rieche Vanille und Aprikose und das ist das, was ich liebe. Also Vanille ist sowieso voll meins. Sehr gut. Auch ein mega guter Duft. Also ich finde jetzt schon 2 von 3, finde ich mega gut. Hat sich, finde ich, schon gelohnt. Aber jetzt muss natürlich der dritte, IPQ hat man schon, hier sind wir, jetzt muss natürlich der dritte auch noch gut sein. Und da, das ist der Duft, den jetzt auch schon die Body Clips verbaut haben. Also der ist so mega fruchtig einfach. Das ist eben dieser Simply Zest, Sandelholz, tropische Früchte. Ich finde, der riecht total nach so Mandarine und Orange und so. Ja, der ist mega. Ist aber auch geil, dass da wieder Sandelholz drin ist. Das sind ja eigentlich voll meine Favorites. Amber, Sandelholz. Okay, alle drei. 10 von 10. Sehr gute Kollektion, sehr gut gewählt, Sensi. Absolut geil. Stelle ich mir auch jetzt schon mega gut in den Lampen vor. Ich finde Weihnachtsdüfte, alles was mit Zimt und so weiter ist, kann jetzt auch wirklich verschwinden. Sehr, sehr, sehr gut. Schreib's auch, ne? Deine auch. Also das ist ein Spaßset. Findet ihr unter der Valentinstagskollektion. Finde ich sehr leckere Düfte. Alle drei mega gut. Lest euch auch immer die Duftbeschreibungen durch. Und wenn ihr euch unsicher seid oder ihr auch nochmal eine Beratung haben wollt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey Anna, ich stehe voll auf frische Düfte, ich will Weichspüler haben, ich will frischen Badduft haben, was kannst du mir da empfehlen? Dann meldet euch immer. Was ihr aber auch machen könnt, und das liebe ich an unserem an unserem Shop, das ist ein relativ neues Update. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Vanille-Fan seid, ja, dann gebt ihr einfach Vanille in die Suchleiste ein, drückt auf Enter. Und euch werden alle Düfte gezeigt, wo Vanille enthalten ist. Alle. Und das könnt ihr mit ganz vielen Sachen machen. Also, wir nehmen jetzt mal Amber. Und es kommen alle Düfte, wo Amber mit drin ist. Wir nehmen jetzt mal Zitrone. Und euch werden alle Düfte vorgeschlagen, wo Zitrone enthalten ist. Alle, auch Disney-Düfte. Ich liebe diese Suchfunktion. Und nicht nur bei Bars, sondern euch werden alle Produkte vorgeschlagen, wo Zitrone enthalten ist. Von Handseife über Handcreme, Autodüfte, alles. Öl, Duschgel, alles. Also liebe ich einfach. Auf allaboutanna.sensi.de findet ihr das. So. Dann habe ich nur noch zwei Lampen. Ich packe es jetzt einfach trotzdem mit euch aus. Ist jetzt nichts Besonderes und nichts Neues, aber tatsächlich waren die da hinten in meinem Regal. Und kurz vor Weihnachten, ich kenne ja meine Pappenheimer, ne, kam unter anderem auch mein bester Freund und er meinte, ich brauche ein Weihnachtsgeschenk für morgen. Der kam am 23.12. Und ich so, dein Ernst? Ich habe ja keine Sofortkaufartikel da, ja. Also das dürfen wir ja auch gar nicht, sondern ich habe halt wirklich nur meine Ausstellungslampen da. Und er so, ja, Anna, ich brauche aber jetzt zwei Lampen. Ich so, ja, dann bitte schau, welche dir gefallen und dann musst du so mitnehmen, ohne Verpackung. Ja, hat er gemacht. Ich musste jetzt natürlich für Nachschub sorgen. Ja, habe jetzt diese zwei Lampen nachgekauft und ich zeige sie euch jetzt einfach mal. Weil es auch die beliebteste Lampe ist. Es ist die typische Einsteigerlampe. Und es ist eine Lampe, die wirklich überall reinpasst. Also ich habe noch nie Feedback bekommen, dass die EdgeCore nicht in die Einrichtung passt. Die EdgeCore ist eine weiße Keramiklampe mit Glühbirne, warmweiß, macht ein unglaublich schönes Licht, macht auch einen ganz tollen Effekt, weil die EdgeCore so kleine Löcher hat und ist halt für eine große Lampe auch super günstig. Ne? Wir sind hier bei 42 Euro. Wir haben im Übrigen auch die EdgeCore in Rose Gold, aktuell in der Schatztruhe. Und das ist jetzt 50 Euro, sorry. Mit den Preisen. Das wird nach wie vor bei mir ein Problem sein. Also, umso öfter wir irgendwelche neuen Preise bekommen, umso schlimmer wird es. Ich bin jetzt 5 Jahre dabei und ich habe einige Preise schon mitgemacht. So, EdgeCore, weiß Keramik und das ist eine große Lampe. Und ganz nebenbei, aktuell in der Schatztruhe, Schnäppchen in Rose Gold, Minilampe. Schaut auf jeden Fall da auch vorbei, ja? Schatztruhe findet ihr unter allaboutanna.sensi.de, dann auf Sonderangebote und dann auf Schatztruhe, okay? So, Edged Core habe ich euch gerade gezeigt, weiße Keramiklampe, Glühbirne habt ihr natürlich dabei, die müsst ihr euch nicht extra kaufen. Und was ist der Vorteil an Sensi? Das werde ich auch ganz, ganz, ganz oft gefragt. Es ist eine Einmalinvestition. Ihr kauft euch jetzt also hier diese Lampe für 50 Euro.
Und wir nehmen jetzt einfach mal an, nach 2 Jahren geht eure Lampe einfach nicht mehr an. Die geht einfach nicht mehr an. Es liegt auch nicht an der Glühbirne, sondern es liegt an der Elektrik. Die Lampe geht einfach aus, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an. Was habt ihr dann für einen Vorteil bei Sensi? Ihr könnt mir schreiben, wo ist mein Stecker? Da ist mein Stecker. Ihr könnt mir schreiben und ihr habt, Achtung, haltet euch bitte fest, glaubt mir auch nie jemand, lebenslange Garantie auf die Elektronik. Meldet ihr euch in 5 Jahren und es ist irgendwas mit eurer Lampe, bekommt ihr diese Lampe ersetzt, außer sie ist nicht mehr da, dann bekommt ihr das Geld sozusagen angerechnet an eurer neuen Lampe. Oder ihr sucht euch halt eine für dasselbe Geld aus. Ne? Also ihr seid nicht mehr ohne Lampe. Wenn ihr euch einmal für eine Sensi-Lampe entschieden habt oder entscheidet, dann habt ihr ein Leben lang eine Sensi-Lampe. Das ist der Vorteil an Sensi. Schaut es euch an. Ich mache das Ringlicht hier mal aus, damit ihr das besser sehen könnt. Bei Instagram ist es wieder super hell. Bei TikTok ist es ultra schön. Ist fast ein bisschen zu hell. Das ist unsere Edged Core. Eine super beliebte Einsteigerlampe. Und wenn ihr jetzt ganz, ganz neu dabei seid und ihr sagt, boah, ich habe noch gar keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie habe ich richtig Bock drauf, weil ich habe Duftkerzen und ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese unsichere Nummer zu Hause. Ich schlafe auch ständig ein. Das war so bei mir der Grund. Ich bin immer eingeschlafen und meine Duftkerzen haben dann noch gebrannt. Dann hatte ich eine Kerze mal in meinem Gäste-WC stehen und meine ganze Wand war schwarz und verrußt. Mussten wir neu streichen. Das waren lauter so Sachen. Wirklich, also nie mehr Kerze, Feuer, No-Go. Gerade wenn man Kinder hat oder auch Haustiere hat. Das ist eine sichere Alternative. Ihr braucht überhaupt keine Angst haben. Ich habe meine Lampen 24/7 laufen. Ihr könnt aber natürlich auch eine Zeitschaltuhr installieren. Ne? Also das ist auch gar kein Problem. Ihr könnt es natürlich so einstellen, dass wenn ihr von der Arbeit zum Beispiel nach Hause kommt, dass die Lampe so eine halbe Stunde vorher angeht, dass es wunderbar riecht, wenn ihr nach Hause dann kommt. Ja? Die Edged Core ist auch bei unseren Sparangeboten dabei. Also wenn ihr jetzt sagt, ey, ich hätte voll Bock auf eine Lampe und ja, so 3 Düfte, ich würde mit 3 Düften anfangen, dann schaut mal bitte unter Sonderangebote, unter Kombinieren und Sparen. Das ist ganz wichtig. Leute, Kombinieren und Sparen, ihr könnt ja Schnäppchen machen. Und dann sucht ihr euch, das ist ein bisschen tricky, sind einige Angebote drin, und dann sucht ihr euch das Angebot raus, wo da steht, wartet, muss ich ein bisschen runterscrollen, wo da steht, für 50 Euro Duftlampen, Sparset für, oder perfekt, da, Sensi System elektrische Duftlampe für 50 Euro. Da müsst ihr drauf drücken, dann drückt ihr auf, stellen Sie ein Multipack zusammen, drückt ihr drauf und dann könnt ihr euch eine Lampe aussuchen aus der 50 Euro Kategorie. Gibt es zum Beispiel auch diesen wunderschönen Buddha-Kopf, also diesen Bali-Kopf. Dieser Lampe sieht man ja auch gar nicht an, dass es eine Lampe ist. Liebe ich ja auch total. Habe ich in meinem Haus dreimal dieselbe Lampe. Und dann findet ihr natürlich auch hier diese wunderschöne Lampe, ja, die Edged Core. Und dann werdet ihr weitergeleitet und dürft euch dann auch noch 3 Düfte dazu aussuchen. Also sehr, sehr cool. Auch ein cooles Geschenk, ja. Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einfach nur die 3 Düfte da, wenn ihr euch das vorstellt, auf einer schönen Holzplatte oder in einem schönen Körbchen oder in einem Holzkorb, die Lampe mit 3 Düften, richtig tolle Geschenkidee, oder? Auch wenn jetzt Weihnachten natürlich schon war, gibt es natürlich noch andere Momente zu schenken. Hochzeit, Geburtstag etc. pp. So, Edged Core habe ich euch jetzt gezeigt, okay? Gibt es auch was Kleines für in die Steckdose, Hauseingang, wo man nichts abstellen kann? Ja, natürlich. Da haben wir zum einen Minilampen. Guckt auf jeden Fall mal in die Schatztruhe. Fehlt jetzt bloß der... Warte, ich zeig's dir, dass du dir was darunter vorstellen kannst. Ich habe nur immer Angst, dass ich irgendwann mal eine Lampe mitnehme. Wir nehmen jetzt mal dieses Teil hierher. Ich zeig's euch jetzt einfach mal so. Naja, ist ja wurscht. Nehme ich jetzt mal die daher. Und was kann ich dir noch zeigen? Ja, die Anventilator zeige ich dir noch. Wir haben ja verschiedene Duftsysteme. Und wenn du jetzt aber wirklich so in der Bar-Kategorie bleibst, also flüssigen Wachs, flüssiges Wachs, dann haben wir eben Minilampen. So kannst du dir das vorstellen, so sieht das aus. Das ist jetzt eine aus Glas. Wie gesagt, die Edged Core ist gerade in der Schatztruhe. Wenn du auf Glitzer stehst,
Glitzi, glitzi. Dann haben wir auch diese wunderschöne Lampe. Wir haben super viele in der Schatztruhe. Ey, guck da echt mal vorbei. Wir haben auch richtig große Lampen in der Schatztruhe. Ich habe euch ja auch gestern auf Instagram, ich glaube auf TikTok habe ich es nicht gezeigt, aber auf Instagram habe ich es euch gezeigt. Die mega geile Aloe Vera Lampe ist im Angebot. Ich liebe die, weil man dieser Lampe nicht ansieht, dass es eine Lampe ist. Ich liebe sowas, wirklich. Also es muss ja nicht immer alles Licht machen. Also Mini-Lampen oder Mini-Ventilator. Wandventilator. Genau. Wandventilator arbeiten wir nicht mit Bars, sondern mit Pots. Ja, habt ihr immer einen Doppelpack. Ne? Wenn ihr Pots kauft, immer Doppelpack. Wie oft wechselt... Oh, mega geil, was ist das? Green Tea und Jasmin. Boah, du riechst ja gut. Dich hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Wie lang, vor allem, wie lange liegst du da schon drin und du riechst immer noch so intensiv? Also, wie oft wechselst du den Bar? Ich habe jeden Samstag Barwechseltag und meine Lampen laufen 24/7 rund um die Uhr durch. Und dann laufe ich mit meinem Clean-Up-Pädchen durch mein Haus. Ihr könntet natürlich auch alle Lampen ausschalten, könntet warten, bis das fest ist. Ich zeige es euch mal hier. So sieht es aus, wenn euer Wachs fest ist. Meine Kunden, ich muss auch immer so aus meiner Sicht reden, also meine Stammkunden, die sehr oft und sehr regelmäßig bei mir bestellen, aber wir könnten auch drüber reden. Aber ist ein persönliches Special, darf ich leider nicht kommunizieren, aber ihr könnt mir gerne privat schreiben, das ist ein Spatel. Braucht ihr aber nicht zwingend. Ne? Also man könnte mit dem Spatel jetzt hier außen rum gehen und könnte das dann rausploppen. Aber Leute, macht es nicht so kompliziert. Ihr habt ja logischerweise alle eine Barpackung zu Hause. Das heißt, wenn ihr eure Lampen ausschaltet und es ist fest, dann geht ihr mit der Barpackung einfach hier außen rum und ploppt die Scheibe raus. So, das waren noch kleine Brüsselchen. Und eure Schale ist einsatzbereit. Und ihr könnt einfach wieder 2, 3, 4 Würfel reinmachen, je nachdem, wie viel ihr haben wollt. In den großen Lampen steht da unten eine kleine 4. Das bedeutet, ihr könnt bis zu 4 Würfel reingeben. Sollte dieser Wachs, dieses Wachsblättchen, diese Wachsscheibe nicht mehr riechen, dann einfach wegschmeißen. Sollte die aber noch riechen, was jetzt diese zum Beispiel tut, könntet ihr zum Beispiel die einfach weglegen, wegpacken, verschließen. Ich habe so eine kleine Dose. Könntet die irgendwann nochmal benutzen. Ihr könnt die auch brechen und kleiner machen. Oder ihr legt die so, wie sie ist, in euren Kleiderschrank. Nicht unbedingt auf Klamotten oder in Klamotten rein, aber vielleicht so aufs Holz, also aufs Brettchen oder so. Riecht auch richtig gut noch. Auch noch so alt im, also alt, Altwachs im Kleiderschrank riecht noch sehr gut. Genau. Habe ich das jetzt? Genau, habe ich erklärt. Es ist jetzt die feste Wechselvariante. Bei mir ist es aber ja so, dass meine Lampen 24/7 durchlaufen, wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe. Das heißt, ich gehe da mit meinem Schwämmchen durch und mache da wirklich meine ganzen Lampen leer. Ich gehe da wirklich mit einem Plastikteller rum, mache hier, vorher habe ich meine Würfelchen gebrochen und dann wechsle ich. Einmal in der Woche. Und ich habe 24/7 meine Lampen an. Man sagt, diese ganze Packung hält euch 120 Stunden. Ja, also ihr habt da wirklich sehr lange was davon und beim anderen, also bei manchen Düften habt ihr wirklich länger was davon. Also wenn ich da zum Beispiel an Clothesline denke, das ist unser stärkster Waschmittel-Weichspüler-Duft. Ich mache mal wieder mein Lichtchen an. Den riecht ihr noch ewig, ja. Aber jede Nase ist unterschiedlich. Ich empfehle euch grundsätzlich immer erst mit einem Würfelchen anzufangen. In unsere Minilampen im Übrigen maximal nur 2 Würfel. Ich mache da tatsächlich auch nur einen rein, ne. Genau. Was habe ich Ihnen jetzt noch erzählt? Ach so, wenn wir Geburtstag feiern oder so, oder wenn ich halt einfach weiß, okay, morgen habe ich echt viele Gäste im Haus, morgen habe ich die Bude voll, mache ich ganz gerne einen Tag vorher oder ganz frisch am Morgen Duftwechsel, damit es wirklich ganz frisch und intensiv riecht. Grundsätzlich nehme ich da immer so neue Düfte, weil ich bin Sensi-Beraterin, ja. Ich möchte natürlich meine neuen Düfte auch an den Mann bringen. Und alle meine Freunde und alle meine ganzen Familienmitglieder besitzen bereits Sensi, ja. Also ich sage immer so als Sensi-Beraterin, also nach einem Jahr müsst ihr es geschafft haben, dass euer gesamtes Familien- und Freundesumfeld mindestens eine Sensi-Lampe zu Hause habt. Dann habt ihr alles richtig gemacht in eurem Job.
Und natürlich mache ich immer den neuesten Duft dann in unsere Lampe. Ja, also ich mache natürlich immer irgendwas Neues rein, entweder aus einer Kollektion oder der Duft des Monats, damit ich natürlich meine Freunde, Friends und Family anfixen kann mit unserem neuen Duft. Und dann heißt es ganz schnell, boah, was hast du heute schon wieder drin? Das riecht ja ultra gut. Und dann kann ich sagen, ja, zufälligerweise ist es unser neuer Duft des Monats und ich habe eine ganze Session hier, ja, also ich hätte einen Duft sofort da, wenn du den haben willst, ne? Genau. Und ja, also ich hoffe, ich konnte jetzt deine Frage beantworten, dass ich halt immer Duftwechsel mache, wenn halt meine Bude am nächsten Tag voll ist oder wie gesagt einmal in der Woche. Aber jede Nase ist einfach anders. Die Janaina, ich hoffe, deinen Namen habe ich richtig ausgesprochen, fragt, wie lange ich schon Sensi mache. Jetzt seit 5 Jahren. Also ich habe 5-jähriges im November gehabt. Genau. Seit 5 Jahren, okay, richtig, mache ich Sensi. Und seit 2021 bin ich Superstar-Direktorin. Das ist der höchste Titel bei Sensi. Und 2018 bin ich eingestiegen, genau, im November. Ja, genau. Und ich mache das Ganze hauptberuflich. Genau. Und was kann ich noch erzählen? War die beste Entscheidung. Und wenn ihr jetzt hier gerade in meinem Live seid und ihr kennt Sensi noch nicht, weil es sich bei euch noch gar nicht rumgesprochen habt, dann solltet ihr euch überlegen, einzusteigen. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja, tatsächlich. Wollen wir jetzt die neue Kollektion durchschnuppern, die es aber für euch noch nicht zu kaufen gibt? Oder wäre das sehr gemein? Wäre das sehr gemein? Wollt ihr das? Hallo Julia. Ja, wir sehen uns in 3 Wochen, Sarah, oh mein Gott. In 3 Wochen. Okay, lass mich erstmal den Karneval bitte überstehen. Ich muss das erstmal auf der Bühne gut machen und dann freue ich mich auf die... Also ich freue mich jetzt auch schon auf die World Tour, aber mein Kopf ist gerade noch so... Gerade noch so ein bisschen woanders. Da ist er. Die Karnevalskollektion. Die Karnevalskollektion. Ach, könnt ihr die schon bestellen? Oh. Nee. Hä? Doch. Stimmt, ab 1. Januar. Oh nein, ich habe sie zu spät bestellt. Sorry, mein Fehler. Das war mein Fehler. Man hätte sie schon eher bestellen können, aber ich habe es nicht gemacht. Okay, mein Fehler. Ey, ist die noch verfügbar oder ist die schon ausverkauft? Dann brauche ich sie euch gar nicht zeigen. Ist noch verfügbar, noch alles? Sehr gut. Das Gute ist, dass ihr die Kollektion komplett kaufen könnt für 35 Euro oder ihr fügt euch oder ihr sucht euch den Duft raus, der euch anspricht. Oder ihr könnt es auch in den Club reinpacken. Hä, aber ich habe hier nur 4. Was ist denn der 5.? Hallo? Ups. Wo ist der 5. Duft? Ah. Hä, nee, du bist ein Monatsduft. Wo ist der 5. Duft? Willst du mich verarschen? Da ist er ja. Hä? Oh Gott, ich bin völlig verwirrt. Also, es sind 5 Düfte. Schön bunt. Passend zum Karneval. Und ich bin ein kleines Karnevalsmädchen. Und jetzt hoffe ich, dass mich die Kollektion nicht enttäuscht. Ich habe noch nicht einmal gelesen, nach was das riechen soll. Oh Gott, okay. Ah ja, ich habe in einem Live aber schon 2 Düfte gehört von einer Beraterin, die wohl voll geil sein sollen und die müssen in den Club. Also ich bin gespannt. Wir fangen an mit Confetti Showers. Welche Farbe bist du? Natürlich der letzte. Confetti Showers, gelb. Kosten, Versandkosten extra. Ja, wir haben Versandkosten. Genau. Was? Tupperware? Das ist nicht Tupper. Adio. Ich würde dir jetzt nicht raten, hier einen Kuchen einzupacken. Das ist nicht so günstig. Nein. Unsere Lampen sind für unsere Duftwachsbars. Da kommt kein Wasser rein, da kommt kein Öl rein. Mit Wasser und Öl haben wir unsere Diffuser, die richtig vorbildlich auch an sind bei mir. Super, super, duper Beraterin. Na klasse, ey. Hallo? Wahrscheinlich sollte ich mal Wasser reinmachen. Da ist nirgendwo Wasser drin. Toll! Ah, da ist noch Wasser drin.
Der geht. Seht ihr das? Naja, nur ein bisschen, ne? Ja, wir haben auch Systeme mit Wasser und Öl. Aber ich glaube, das wird ein bisschen zu viel für euch. Deswegen bleiben wir heute mal bei Lampen mit Wachs. So, jetzt machen wir Konfetti-Showers. Konfetti-Showers soll saftige Zitrusfrüchte sausen um schwarze Johannisbeeren mit einem Hauch von Pfirsich. Oh, das hört sich sehr gut an. Da bin ich jetzt gespannt. Wozu braucht man das? Damit dein Haus zu Hause gut riecht. Oh, da rieche ich super mega doll den Pfirsich raus. Mega, mega krass Pfirsich. Und dann fängt es bei mir auch hier wieder so ein bisschen an, wenn ich was Säuerliches rieche. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Wenn ich was Saures esse oder rieche, dann zieht es hier hinten so komisch. Das ist bei mir immer so. Und das könnte jetzt durch die Zitrone sein, könnte aber auch durch die Johannisbeere sein. Aber sau lecker, ey, wow. Mega. Sehr gut. Da war jetzt gerade noch ein Kommentar und jetzt ist es einfach mal weg. Keine Ahnung. Du kannst gerne bei mir im Shop reinschauen. Die Kollektion jetzt, also die 5 Düfte, kosten 35 Euro. Aber wir haben auch günstigere Sachen. Wir haben aber natürlich auch teurere Sachen. Also das liegt ganz an dir, wie viel du ausgeben willst. So zum Kennenlernen empfehle ich grundsätzlich immer, schaut in unsere Schatztruhe auf allaboutanna.sensi.de unter Sonderangebote, Schatztruhe, da könnt ihr wirklich coole Schnäppchen reißen. Ne? Also ich kann euch da später nochmal eine Bestellung vorlesen von einer Dame, die hat gestern Abend bei mir bestellt. Die hat alles richtig gemacht. Die hat sich 3 Düfte rausgesucht, da kostet gerade mal ein Duft knapp über 5 Euro. Dann hat die sich noch Lappen aus der Schatztruhe bestellt. Also die hat ein Riesenset und hat wirklich nicht viel dafür bezahlt, weil es alles in der Schatztruhe ist. Also das ist natürlich mega. Und natürlich zählt für Schatztruheartikel genau dasselbe wie für andere Artikel. Ihr habt wirklich lebenslange Garantie auf die Elektronik. Also klar, wenn euch die Lampe runterfällt, dann habt ihr keine Garantie drauf, ne? Weil dann ist es halt eigenverschulden. Aber wenn die Elektronik, wenn irgendwann mal was ist, ihr seid einfach safe mit Sensi. Und das ist das Geniale. Könnt ihr mir bitte einen Shop sagen, wo es das gibt, wo ihr euch nach 5 Jahren melden könnt und sagt, meine Lampe geht nicht mehr an. Nennt mir mal einen Shop, der euch dann, ohne mit der Wimper zu zucken, sagt, such dir eine neue aus. Oder hey, kein Problem, wir schicken sie dir neue zu. Boom. Also mega, war für mich auch ein ganz großer Grund, überhaupt mit dem Verkauf anzufangen bei Sensi, weil ich mir denke, hey, ja geil, die haben ja gar nichts zu verlieren, also meine Kunden sind ja komplett abgesichert und auch ich habe keinen Stress mit den Kunden, weil bei mir beschwert sich keiner in 2 Jahren, hier so ein Scheiß, ey, meine 50-Euro-Lampe geht einfach nicht mehr an. Tut's nicht, weil die wissen, die kriegen eine neue Lampe, ja. Diese ganze Packung, 120 Stunden. Diese ganze Packung. Kommt aber immer ganz auf deine Nase an. Es kann durchaus sein, dass du jetzt einen Würfel reinmachst in deine Lampe und du kommst damit über 2 Wochen hin. Du sagst, boah, ich rieche immer noch. Also es kommt total auf deine Nase an. Confetti Showers war sehr lecker. Pfirsich, Zitrone, mega. Wir machen weiter. Das ist jetzt der erste Duft, wo ich gehört habe, dass der in den Club rein muss, weil der so geil ist. Das ist dieses wunderschöne Grün. Minty Mocktail. Kann ja nur was mit Minze sein. Ja. Ein Zweig Gartenminze. Diese Duftbeschreibungen immer. Vermischt sich mit süßer Pfefferminz und Zuckerwatte. Hä? Hat da jemand. Habt ihr es auch gehört? Ich sehe nichts. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob da jemand ist. Ich hoffe einfach nicht, dass da jemand ist. Okay, wenn ihr gleich live dabei seid, wenn mich irgendjemand absticht, dann. Ja, habt ihr das auch gehört? Nein, hinter mir ist nichts. Es hat an der Scheibe geklopft. Boah, ich scheiß mich gleich ein. Nee, das ist nicht das Paket. Das war an der Scheibe, glaube ich. Okay, wow, wir machen weiter. Ich. Also. Okay. Was ist denn das? Oh mein Gott, was... Oh mein Gott. Ich bin gerade abgelenkt. Sandra, was waren das? Spaghetti-essende Katzen, die du mir da geschickt hast? Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Spaghetti-Kuss. Spaghetti-Kuss. Okay, wow. Okay, Leute. Okay. Ich flipp gleich aus.
Die Britta Walter hat gerade einen Call gehalten und hat gesagt, dass manche Düfte an was erinnern. Und dass Erinnerungen hochkommen. Oh mein Gott. Und, oh Gott, das ist peinlich. Es tut mir leid. Das ist jetzt wirklich peinlich. Vielleicht spinnen die Hormone ein bisschen. Oh, unangenehm. Ich habe mit meinem mit meinem Opa immer After Eight gegessen. Das war die Lieblingssüßigkeit von meinem Opa. Und das ist After Eight. Oh shit, ey. Okay, wow, peinlich. Sorry. Oh Gott. Ich muss es wegtun, es tut mir leid. Okay, wow. Okay, ganz kurz was trinken. Alter, was hab ich denn jetzt? Nee, ich bin nicht schwanger. Aber mein Hormonstatus ist gerade halt einfach im Keller. Aber das kam jetzt einfach irgendwie so raus, weil die Britta das gerade noch in dem Call gesagt hat, dass eben Düfte an Situationen erinnern oder eben auch an früher. Und dieser Duft kommt in meine Nase. Ich denke mir gerade, what? So, ich hatte das einfach gerade komplett vor mir ist. Sorry. Okay, also After Eight, wenn ihr auf sowas steht, dann wow. Also ich glaube, ich kann nicht mehr an den Duft jetzt riechen, weil ich glaube, sonst fängt es jedes Mal an zu weinen. Ich kann tatsächlich auch gar nicht mehr After Eight essen, seitdem mein Opa gestorben ist. Also das muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Okay, wow, hoffentlich sieht das niemals meine Mama, was jetzt da gerade passiert. Das ist wirklich peinlich. Huh, okay, wir machen direkt weiter. Carnival Cake. Oh, vor Kuchen habe ich immer Angst. Vor Kuchendüfte habe ich immer Angst. Oh Gott, danke schön für eure ganzen Geschenken. Oh, menschlich und sympathisch, ja danke. Aber eigentlich wollte ich es jetzt gerade gar nicht so. Das kam irgendwie jetzt gerade so über. Oh Gott. Also, Carnival Cake. Eine süße Kruste aus Zimt und braunem Zucker, umhüllt von seidigen Noten goldener Butter. Alter, okay. Vor sowas habe ich Angst. Jetzt kam wieder so ein Geräusch. Es ist ein pinker Duft. Und es ist was mit Kuchen. Vor sowas habe ich immer Angst. Nee, das war mein Papa. Das mit dem Elefant. Aber schön, dass du dich an sowas noch erinnern kannst. Das ist richtig. Ja, genau. Erzähle ich gleich, wenn du das wissen willst. Ja, okay, wow. Nee, also, nee. nee. Ich bin halt ganz ehrlich zu euch. Also, wer jetzt, oh, also es ist ein so, ja, ist so, ich könnte jetzt auch reinbeißen. Das ist wie ein Kuchen. Zimt, ja, Zimt, Zucker, das stimmt. Ein bisschen wie Milchreis mit Zimt und Zucker. Heftig, heftig, heftig süß. Würde ich tatsächlich gern mal warm riechen. Ist ein heftig süßer Duft. Aber viele lieben es von euch, ich weiß es. Man sagt eine Packung 120 Stunden, aber das kann halt ganz unterschiedlich bei dir sein. Es kann sein, dass du mit einem Würfel in der Lampe ewig hinkommst. Ne? Also es kann wirklich sein, dass du nach 2 Wochen mir immer noch schreibst, ey Anna, ich habe da einen Würfel drin, es riecht immer noch. So, wie lange braucht es bitte, bis ich das leer habe? Ne? Also ich habe wirklich Kunden, die haben ihre Packungen ewig. Okay, jetzt kommt Midnight. Oh Gott, ey, Midnight Masquerade, ey, das sind Wörter, das ist unfassbar. Gezuckertes. Was? Gezuckerte was? Was ist das? Moment, ich muss googeln. Nee, ich werde den Teufel tun und werde es jetzt aussprechen und ihr lacht mich aus und das ist auf allen möglichen Plattformen dann. Nee, Moment, ich google schnell. Was ist denn das? Kenne ich nicht. Ist eine Süßspeise aus New Orleans? Nee, aus Frankreich. Aber da steht aus New Orleans. Es ist eine Süßspeise aus Frankreich. Gott sei Dank habe ich keine Ahnung, wie sowas geschrieben wird und wie man sowas ausspricht. Egal. Es ist was super Süßes. Es ist eine Süßspeise aus Frankreich mit rauchige Vanille und Lilie. Mitternachtslilie. Also da ist sogar was. Ist es das?
Nee, das ist das. Es ist sogar was Blumiges drin. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt. Die Mischung aus Blume und ich bin so neben der Spur gerade, ey, das ist gerade alles wohl viel gewesen. Erst das an der Scheibe, dann der Sandra, ihre Spaghetti-Katzen, dann der Duft und jetzt das Geheule. Okay, wow. Ich riech's. Also die rauchige Vanille rieche ich. Jetzt muss ich aber ganz schnell was mit Blume riechen, weil sonst. Oh. Okay, der braucht ein bisschen. Bitte gib dem Duft ein bisschen Zeit. Nicht sofort reinriechen. Wow. Hey, das ist ja voll interessant. Hey, die Duftkombination ist ja mega interessant. Hatten wir sowas schon mal? Das ist irgendwie diese rauchige Vanille. Da denkt man im ersten Moment so, Und dann kommt aber dieses Blumige mit dem Süßen. Ey, der ist voll mega. Das hätte ich jetzt voll nicht gedacht. War das der zweite Duft, wo die gemeint hat, dass der in den Club muss? Könnte ich mir jetzt vorstellen, tatsächlich. Die Farbe ist ja auch der Hammer. So ein richtig schönes dunkellila. Also, der ist sehr interessant. Super interessant. Der ist gut. Der ist echt gut. Also, ich finde alle gut. Nur vom Cake bin ich noch nicht die Freundin. Also, den muss ich noch mal warm riechen. So, und der letzte Duft aus der nein, aus der Karnevalskollektion. Das ist der helllilane, fliederfarbene. Sweet Parade. Nee, Street Parade. Street Parade. Eine Melange aus Blutorange, saftiger Pflaume und Ananas. Pflaume. Pflaume ist auch sowas. Sarah, du warst gerade auf meinem rechten Handy. Jetzt bist du auf meinem linken Handy. Du bist von rechts nach links gesprungen. Wow, wartet mal. Wow, der kommt ja voll. Krass. Okay, Moment. Okay, ich rieche gar keine Pflaume. Ich rieche total intensiv Blutorange und Ananas. So sieht ja gar nicht aus, dass es das so ein fruchtiger Duft ist. Man könnte meinen, es ist ein blumiger Duft, aber durch die Pflaume ist es wahrscheinlich die Farbe. Oh, der ist auch gut. Nadja, hast du den auch schon mal warm probiert? Also, dann muss ich jetzt sagen, 5 Bars in einer Kollektion, 4, die mega sind, den Kuchen muss ich warm riechen. Weil ich bin halt nicht so der Fan von sowas Süßen in meiner Lampe, ne? Aber ich weiß, dass viele von euch drauf stehen. Alle 5, 35 €. Einzeln, aber auch verfügbar. Also könnt ihr auch einzeln hinzufügen. Und, nee, nix und. Nee, nix und doch alles verfügbar, wollte ich sagen. Genau. Ich bin jetzt total emotional aufgewühlt, ey. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt irgendwie alles. Das war jetzt wirklich heftig, ey. Krass. Sowas hatte ich noch nie. Noch nie. In 5 Jahre Sensi-Laufzeit hatte ich das noch nie. Dass ein Duft so Boom und Erinnerung und Heulen. Schwöre, habe ich noch nie gehabt, ey. Wahnsinn. Krass, krass, krass. Okay. Gucken wir mal nach unserer Duftblume. Hat sich da schon was getan? Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Kern, ich zeige es erstmal hier, schon ein bisschen Öl gezogen hat. Seht ihr das? Yeah. Und man riecht es schon. Jetzt schauen wir doch mal, wer von euch während des Lives bestellt hat. Du kannst, warte mal, deaktivieren, du hast keine. Ey, das finde ich ja super. Das kann man ja ausschalten fürs Live-Gehen. Das ist ja mega. Habt ihr da jetzt alle bestellt? Das habe ich jetzt hier gar nicht mitbekommen. Okay, dann gehe ich jetzt in meine Workstation und lese das von da vor. Okay, wartet, ich muss ein wenig weiter vor. Ich habe was an den Augen. Was seid ihr denn? Wie krass seid ihr denn, ey? Schon wieder alles voller Müll. Okay, wartet mal. Was? Also jetzt habe ich das Kommentar, glaube ich, dreimal gelesen.
Guten Abend. Ist Sensi gut, aber irgendwie gut, doch nicht, denn ja, weil ist halt so. Puh, wenn ich jetzt noch wissen würde, was du meinst, dann wäre ich supi glücklich. Also, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht verstanden. Ich muss euch jetzt so hinstellen und euch so hinstellen, weil. Okay, jetzt gucken wir mal, was die Herrschaften gerade bestellt haben. Da bin ich auch mal so gespannt. Oh, Julien, danke für dein Teamherz. Vielen Dank. Danke, danke, danke. So, passt mal auf. Jetzt aktualisieren wir mal. Heute ist der 15. Wie krass seid denn ihr bitte? Also gestern Abend haben schon einige in der Schatztruhe bestellt. Wir könnten jetzt von gestern. Dankeschön für dein Teamherz. Mein Gott. Mein Ka Paket kam letzte Woche. Sehr gut. Wie lange hast du gewartet auf dein Paket? Mal zu wissen, mal gut zu wissen. Was machst du mit den ganzen angebrochenen Düften? Naja, ich brauche sie irgendwann auf. Also, ich habe jetzt hier die zwei Düfte in unsere wunderschöne Lampe des Monats, die leider nicht mehr verfügbar ist, und brauche sie auf. Also, ich breche mir immer wieder Würfelchen raus, wie viele ich halt brauche. Wie eine Tafel Schokolade. Wenn ihr sie nicht aufesst, habt ihr auch immer was übrig. Ihr könnt euch immer ein Stückchen abbrechen. Bei wem ist das eigentlich so? Wer isst seine Tafel Schokolade nicht auf? Okay, also ich würde sagen, wir fangen an bei gestern, damit wir so jede einzelne Bestellung durchsprechen. Und ich habe euch das ja schon gesagt. Oh, jetzt kann ich sie euch nicht zeigen, weil ich sie oben habe. Wartet. Ich muss auch immer schauen, ob es noch verfügbar ist, weil nicht, dass ich euch eine Lampe zeige und dann ist sie halt echt ausverkauft. Das wäre so dumm. Ich habe euch ja. Was langweilst du mich denn jetzt? Was will ich denn jetzt mit mobilen Daten? Ich habe euch gestern ja meine Lampe im Flur gezeigt, die ich so liebe, weil man dieser Lampe nicht ansieht, dass es eine Lampe ist. Und zwar ist es die Aloe Vera. Und die Aloe Vera ist gerade bei uns in der Schatztruhe. Und ich gucke jetzt, ob sie noch da ist. Schon wieder. Was war das schon wieder für ein Geräuschchen? Ich drehe durch. TikTok macht ständig irgendwelche komischen Geräusche. Ich. So, jetzt passt auf. Ich muss gucken, ob sie noch da ist. Ja, sie ist noch da. Normalerweise kostet unsere Aloe Vera 71 Euro und aktuell bekommt ihr sie für 42,60. Was für ein dummer Preis. 42,60. Also ich hätte ja 42,50 gemacht, aber egal. Einmal zeige ich sie euch hier und einmal zeige ich sie euch hier. Ich habe euch auf Instagram aber auch richtig schöne Fotos hochgeladen, wo ihr sehen könnt, wie schön man die dekorieren kann. Ich guck mal, ob ich die jetzt hier auch in der Bildergalerie habe. Wahrscheinlich nicht. Ne? Nö, natürlich nicht. Noch nichts aktualisiert hier in meiner Mediathek. Nix. Gut. Auf jeden Fall ist sie noch verfügbar. Und die liebe Annemarie hat sich diese Aloe Vera-Pflanze oder Lampe gekauft aus der Schatztruhe. Dann drei Düfte, wo anstatt 8,50 nur 5,10 € kostet. Und dann hat sie sich auch noch die Pink Champagne gekauft. Die habe ich auch nicht mehr da. Ich kann sie euch gar nicht mal live zeigen. Aber ich zeige sie euch jetzt hier mal. So sieht die aus. Ich kann sie euch also im dunklen Zustand zeigen. Aber auch im hellen. Die. Tut mir leid, damit kann ich dir auf dieser Apple Watch nicht. Ich drehe durch. Die besteht so aus so Sprinkles, also die ist auch so glitzerig, so aus so Sprinkles, ne? Hat komplett zugeschlagen in der Schatztruhe. Hat für wenig Geld richtig viele Produkte, also zwei Lampen und drei Düfte, mega. So, dann machen wir weiter bei der lieben Theresa. Und die Theresa war auch in der Schatztruhe. Die hat eine Minilampe und zwar die Geo. Für nur 21 Euro. Normalerweise kosten unsere Minilampen 35 Euro, ja? Minilampe für die Steckdose, wo ihr hier ein Knöpfchen habt, wo ihr auch so zum Beispiel einstecken könnt, ne? Und die Geo, gucken wir mal, ob die noch da ist. Sehr schöne Lampe. Sehr schick. Kann man das eigentlich größer machen? Nee, kann man nicht größer machen. Klasse. Guckt mal. Ganz wichtig, bitte googelt nicht Sensi, weil sonst kommt ihr nicht auf meine Seite.
Ich investiere kein Geld in Google Ads, dass ihr auf meine Seite kommt, sondern ihr müsst wirklich in eurem Browser allaboutanna.sensi.de eingeben oder ihr geht auf mein Profil und drückt dann auf den Link, ja? Also wenn ihr die Schatztruhe da durchforsten wollt. Dann hat sie sich einen Duft gekauft und zwar den Glacier Water oder wie man den ausspricht. Der ist auch mega lecker, der ist sehr frisch. Und dann hat sie sich aber noch drei normale Bars gekauft. Also drei Bars, die sind nicht reduziert, aber sie hat es schlau gemacht. Sie ist unter Sparen und Kombinieren gegangen und hat ein Dreier-Sparset gewählt. Sehr intelligent. So, dann machen wir weiter. Die liebe Soraya. Was hat die Soraya gekauft? Ich bin immer so neugierig. Die hat auch voll in der Schatztruhe zugeschlagen. Hat auch den Glacier Water gekauft, dann den Pink Lemon Water, auch für jeweils 5,10 Euro. Und zwei Minilampen. Einmal die Etched Core, aber in Weiß. Die haben wir nämlich in Rose Gold und in Weiß in der Schatztruhe. Für nur 21 Euro. Anstatt 35. Und die Morning Sunrise. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Ja, leck doch mich fett. Das ist, die ist mega schön. Die ist, zeige ich euch, Minilampe, Milchglas. Mit schwarzen, was sind das, Äste? Ist schwer zu erklären, weil ich zeige es euch gleich. Dies. Also wirklich selten, dass die Schatzruhe so voll ist, damit man so viel, dass man da so viel scrollen muss. Sind es Äste, sind es Blumen, sind es schon. Ich glaube schon, dass es so irgendeine Blume sein soll. Und diese Lampe passt wirklich überall rein. Dadurch, dass die Milchglas ist mit Schwarz, passt die einfach überall rein. Ich hoffe, man erkennt das gut. Milchglas mit Schwarz. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in der Schatztruhe mal vorbeizugucken. Zwei Minilampen und zwei Düfte. Mega Schnabber. Ihre zwei Minilampen zusammen hätten schon mehr gekostet, als was sie gezahlt hat. Total krass. Was haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Die Christina. Christina hat bei mir bestellt. Die Christina hat bestellt Cut and Cleaner Pads zum Saubermachen von ihren Lampen. Dann hat sie ein Dreier-Set von Glühbirnen gleich gekauft. Und die hat bei den Sparsets zugeschlagen. Die hat nämlich einmal unsere neue Mood oder Mod Black gekauft. Die ist voll geil. Unsere neue Lampe aus dem neuen Sortiment ist eine Lampe, die kein Licht macht, eine Elementlampe aus Kunststoff. Es war nämlich von uns so gewünscht, dass wir eine kleine Lampe haben wollten, aber dieselbe Menge reinpasst wie bei einer großen Lampe. Vier Würfel. Und halt auch mega stylisch, ne? Ich finde, Herr Sensi hat sich da wirklich total weiterentwickelt, weil es ist halt einfach so, dass schwarze Deko-Elemente mega im Trend sind, ja? Und mit der habt ihr eben auch ein Sparangebot. Also da könnt ihr auch bei Sparen und Kombinieren euch ein Set zusammenstellen. Und sie hat sich zweimal die Morning Sunrise geholt, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Ne? Toll, das war mein Stift. Die aus Milchglas, ne? Hat sie sich auch zweimal geholt. Also insgesamt drei Lampen. Cool. Und auch danke für die Unterstützung, falls du da bist, Christina. Mega schön. Die gibt es im Übrigen auch in Taupe. Also nicht nur in Schwarz, sondern die gibt es auch noch in einer anderen Farbe. Wo habe ich jetzt meinen Stift? Oh Gott, ja, willst du noch weiter fliegen? Oh Gott, ich bin immer noch so. Oh, die Sabrina. Sabrina war auch in der Schatztruhe. Und Moment, da muss ich gucken, weil da habe ich Angst gehabt, dass wenn ich die werbe, die wollte ich gar nicht werben, dass sie sofort ausverkauft ist. Doch, die ist tatsächlich noch da. Die ist nämlich auch von 71 Euro auf 42,60 runtergesetzt. Und das ist unsere Wire You Blushing. Die ist so cool. Die hat meine Schwägerin. Habe ich die noch in klein da? Nee, habe ich auch nicht mehr da. Das ist Milchglas-Optik. Es ist Kunststoff. Also das hier drin ist Milchglas-Kunststoff. Und der Rahmen, dieser Gitterrahmen, wie so eine Art Gitterkorb, ist aus Roségold. Die sieht so geil aus, wirklich. Das ist so eine unnormal schöne Lampe. Hat mich schwer gewundert, dass die in der Schatztruhe ist. Also, weil die ist definitiv 71 Euro wert. Also alle unsere Lampen, aber die sieht auch unglaublich teuer aus. Also ich finde, die sieht fast aus wie so eine 90 Euro Lampe bei uns, weil das durch das Roségold ist das so schön.
Und auch sie hat, also die liebe Sabrina, hat sich einen Duft aus der Schatztruhe geholt. Zwei Düfte, zwei. Dann hat sie sich noch passend dazu einen Autoduft geholt und eben diese wunderschöne Lampe. Dann schauen wir mal die Jennifer. Oh, sorry, ich muss hier mal weiter scrollen. Die Jennifer hat bestellt auch den Pink Lemon Water und auch die Sunrise. Okay, wie oft wurde jetzt die Sunrise bestellt? Viermal? Das ist ja anscheinend eine super beliebte Lampe. Also jetzt aus der Schatztruhe, das ist ja der Wahnsinn. Die hat auch die Sunrise bestellt. Und die Glitter Teal, die ich jetzt auch hier habe, die kann ich euch zeigen. Die ist komplett aus Steinchen. Die komplett. Glitzi, glitzi, glitzi. Das ist Schälchen im Übrigen auch schon drin, ne? Also ihr müsst da nichts mehr irgendwie reinlegen oder so, außer natürlich euren Duft. Und sie hat sich auch noch, also sie hat sich die Sunrise gekauft, einen Duft gekauft, die Glitter Tee gekauft und eine Handseife. Handseifen bekommt ihr nämlich auch aktuell mega günstig in der Schatztruhe. Und auch ein sehr geiler Duft, passend jetzt für Frühling, Sommer. Ja, ich weiß, meine Stimme hört sich manchmal männlich an, weil meine beiden Handys, glaube ich, so nah aneinander stehen und das ist wie so eine Funkstörung. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann, wenn ich auf beiden Plattformen live gehen möchte. Das war, glaube ich, die Jenny jetzt. Dann kommt Diana. Diana, Diana, Diana. Diana hat drei Düfte sich gekauft. Also es war eine kleine Bestellung, aber trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung. Hat Ersatz gebraucht oder Nachschub gebraucht. Die hat dann wahrscheinlich schon Lampen. Und die liebe Laura hat sich die Edged Coin Rose Gold gekauft. Die habe ich euch auch jetzt schon einige Male. Nee, was habe ich oben gelesen? Sorry. Ich war so in meinen Bestellungen. Die Dufttasche. Sandy, du kannst mir vielleicht auch sehr gerne nach dem Live schreiben. Du kannst mir auch in WhatsApp schreiben. Dann kann ich dir das so ein bisschen erzählen. Ich kann dir über die Beratertätigkeit alles Mögliche erzählen, wenn du da irgendwas wissen willst, wenn du vor Angst vor was hast. Aber ich glaube, wenn ich deinen Namen richtig gelesen habe, dann kennst du dich mit Direktvertrieben ja schon aus. Und dann können wir gerne mal quatschen. Also das ist auch gar kein Ding. Und dann kann ich dir auch das Modell mit der Dufttasche erklären. Leicht verdientes Geld, sage ich immer. Jetzt war wieder dieser Ton da. Also das nervt mich. Die Edge Cone Rose Gold. Immer noch für 21 € in der Schatztruhe verfügbar. Dass ihr euch das vielleicht mal vorstellen könnt. Ach, das ist jetzt eine Glaslampe. Ach, ist doch blöd. Egal. Ich zeige es euch jetzt nur, dass ihr es euch optisch vorstellen könnt, okay? So sieht das Ganze dann an eurer Wand aus, ja? Das sind unsere Minilampen. Bestehend aus der Base, einem Glühbirnchen und den jeweiligen Schirm, okay? Also, ihr müsst euch da nichts mehr dazu kaufen, außer euren Duft. Ja, genau. Kannst du mir entweder deine Handynummer schreiben oder du schreibst direkt über mein WhatsApp. Dann sind wir direkt verbunden. In meinem Profil ist so ein Linktree und wenn du da auf das WhatsApp-Zeichen drückst, wirst du direkt mit mir verbunden. Und ich habe WhatsApp hier auch offen. Also ich kann dir auch sagen, ob es direkt angekommen ist, okay? Was war das jetzt? Nein. So. Dann wurde die Geo gekauft. Also habe ich euch auch gerade gezeigt, die mit den kleinen Dreiecken. Und zwei Düfte aus der Schatztruhe. Und der eine Duft kostet sogar nur 4,25 €. So, jetzt scrollen wir mal zu den aktuellen Bestellungen, weil es sind jetzt echt nochmal einige reingekommen. Die liebe Stefanie hat gerade bestellt und die hat sich die Aloe Vera Lampe bestellt und dazu auch einfach noch meine Lieblingsbar, beziehungsweise einen meiner Lieblingsbars im Sommer, Lemon Verbena. Geiler Duft. Sehr geiler Duft. Sehr schöne Wahl mit der Aloe Vera. Ist so eine schöne Lampe, wirklich. Die liebe Brigitte hat sich auch die Aloe Vera gekauft. Schön. Die wird gleich ausverkauft sein. Also, da habe ich ja anscheinend was Gutes euch gezeigt mit der Lampe. Die findet ihr anscheinend auch alle ziemlich geil. Die liebe Anastasia hat sich die Rose Golden Edged Core gekauft und den Bar Pink Lemon Water. Und sie hat jetzt gezahlt mit Versand 33,10 € und ist zum Starten perfekt. Eine Minilampe, einen Duft zum Ausprobieren. Zack, fertig. Mit Versand 33,10 €. Tolles Geschenk auch. Also ganz tolle Geschenkidee auch. Finde ich zum Einsteigen super. Wenn ihr von Sensi noch wirklich gar keine Ahnung habt, dann guckt auf jeden Fall in der Schatztruhe. Da könnt ihr echt mega Schnäppchen machen.
So, Sunny, du hast mir noch nicht in WhatsApp geschrieben. Es kam nämlich noch nichts an. Dann hat die Nadine bestellt. Und die Nadine hat in der Schatztruhe bei einer Weihnachtslampe zugeschlagen, weil das ist gar nicht so dumm. Ja, wenn man natürlich jetzt voll die Schnäppchen mit Weihnachtsdeko macht, egal in welchem Geschäft, könnt ihr das natürlich auch bei Sensi. Tolle Weihnachtslampen für wenig Geld. 28 Euro bloß für unseren kleinen Weihnachtsmann. Dann die liebe Nicole hat auch die Aloe Vera bestellt. Haben wir könnten mal eine Strichliste machen mit der Sunrise und der Aloe Vera. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt kam in dem Moment eine Bestellung rein. Boah, die liebe Sarah hat für 180 Euro bestellt. Was hast du denn alles bestellt? Also erstmal vielen Dank für deine Unterstützung, falls du hier irgendwo bist. Da kommt, kann nicht ausgeführt werden. Was? Dann geh mal über Instagram rein. Also gib meinen Namen auf Instagram ein. Das ist einfacher. Weil ich kann am Computer deine Nummer nicht hinzufügen. Das ist das Problem. Ich habe hier nämlich nur WhatsApp am Computer. Das heißt, wenn du mir schreibst, dann geht's. Aber wir kommen auf jeden Fall zusammen. Also ich bin mir ganz sicher. Jetzt muss ich mal warten, bis die Bestellung in meiner Workstation drin ist, liebe Sarah. Damit ich mal vorlesen kann, was du da bestellt hast. Das dauert ein bisschen. Was hast du denn zugeschlagen? Das habe ich, die habe ich schon von der Caro. Von der Caro die Bestellung vorgelesen. Nein, von der Caro habe ich die Bestellung noch nicht vorgelesen. Die war auch in der Schatztruhe. Da ist nämlich unser Dumbo-Duft ist aktuell im Angebot für 8,33 Euro. Und dann hat sie sich zweimal den Lemon Squeeze Reiniger geholt. Unseren leckeren Counter Cleaner. Der riecht nach Zitrone und Vanille. Ich liebe unseren Duft. Lemon Squeeze feiere ich. Und sie hat sich ein Scentpack geholt in der Duftrichtung Schimmer. Und Schimmer geht einfach immer. Aktualisiert nicht. Ich kann deine Bestellung nicht anschauen. Verdammt, das dauert ewig bei uns aktuell. Wahnsinn. Richtig. Oh, eine E-Mail von der Schule. Kannst du jetzt mal aktualisieren? Ich bin jetzt neugierig. Ist immer noch nicht drin. Verdammt. Ich glaube, ich gehe noch mal rein und raus. Wie heißt du auf Instagram? Und du siehst so glücklich aus. Ich habe gerade geweint. All about sensi.anna heiße ich auf Instagram. Dankeschön, Sabrina. Hello, Liebes. Hello, hello, hello. Einen Frühlingsduft. Also ich glaube, wieso hast du geweint? Weil mich ein Duft an meinen Opa erinnert hat. Also an die Zeit mit meinem Opa und es war voll emotional gerade. Es kam auf einmal so rausgeschossen. Ich habe es irgendwie nicht mehr kontrollieren können. Ich schaue mal in die Schatztruhe, weil gerade für so Neukunden möchte ich eigentlich ganz gerne, dass die, wenn sie Sensi kennenlernen wollen, dann finde ich das ganz gut, wenn ihr Schnäppchen machen könnt. Also Pink Lemon Water ist auf jeden Fall mit Zitrone, Zucker, Rosenwasser, aber nicht zu starke Rose. Also ich bin zum Beispiel kein Fan von Rose. Ist ein sehr angenehmer Duft. Aber ansonsten kann ich dir auch das Dreier-Set tatsächlich jetzt empfehlen. Aus der Valentinstagskollektion. Die drei kosten 24,50 Euro und das sind echt leckere Düfte. Also kannst du ja gerne mal die Duftbeschreibung durchlesen auf meiner Seite. Auf allaboutanna.sensi.de. Direkt auf der Startseite ist die Valentinstagskollektion, gleich auf dem Titelbild. Und da, wenn du drauf drückst, kommst du auf diese Kollektion. Und oh, die riechen so lecker. Ich rieche das gerade sogar dadurch. Wir haben im Übrigen auch noch eine ganz süße Lampe im Angebot für 34,20 Euro. So die typische Kinderzimmerlampe. Das ist die Cloud9. Ihr müsst ja nicht zwingend einen Duft reinmachen. Oh, jetzt bin ich auf den Weihnachtsmann gegangen. Das ist so eine süße Wolke. Wir haben so viele Weihnachtslampen im Angebot.
Ihr könnt da schon jetzt schon an Weihnachten denken. Ich weiß, es fällt euch schwer, aber ihr könntet. Auch Weihnachtstannenbäume. Wir haben im Übrigen auch Disney-Ventilatoren im Angebot. Also anstatt 57 Euro zahlt ihr nur 34 Euro. Richtig cool. Die Aloe Vera ist immer noch verfügbar. Wir haben im Übrigen auch noch diese coole Letterboard-Lampe. Kennt ihr die? Da sind auch die Buchstaben dabei. Da könnt ihr so richtig coole Nachrichten reinschreiben. Es ist einfach ein Letterboard, bestehend, also es ist eine Lampe und die sieht aber aus wie ein Letterboard. Hello, Verena. Oh, du hast was verpasst, ich sag's dir, ey. So, da ist die Cloud 9, die ich euch gerade zeigen wollte. Richtig goldig. Man sagt, die ganze Packung hält 120 Stunden. Ich verallgemeine das aber nicht so gerne, weil, war das jetzt Deutsch? Weiß ich nicht, aber ich mache das eigentlich nicht so gern, weil es kann halt durchaus sein, ich habe gerade einen Denkfehler gehabt, es kann halt durchaus sein, dass du eine ganz nicht empfindliche Nase hast, aber es kann halt durchaus sein, dass du den Duft viel länger wahrnimmst als ich. Also du kannst, also es gibt Kunden, die schreiben mir nach 14 Tagen und sagen, ey Anna, ich bin jetzt gerade von der Arbeit heimgekommen und dieser eine Würfel riecht einfach immer noch. Und die melden sich erst nach Monaten bei mir, weil die irgendwie Nachschub brauchen, weil die so wenig Bars verbrauchen, weil die so lange den Duft riechen. Habt ihr geschrieben auf WhatsApp oder auf Instagram? Weil auf WhatsApp ist nichts angekommen. Dann hast du wahrscheinlich in Instagram geschrieben, oder? Weil da kriege ich jetzt keine Nachrichten. Kann ich auch in der Schweiz bestellen? Tatsächlich kannst du in der Schweiz über die Seite Mein Einkauf GmbH, heißt die Seite. Habe ich ganz, ganz, ganz viele Kunden, die über diese Seite bestellen. Und leider Gottes ist Schweiz noch nicht bei Sensi. Wenn das soweit ist, dann, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich dann mache. Ich glaube, dann mache ich ja Party mit allen Schweizern. Dann fahre ich erstmal in die Schweiz und mache Party mit allen Schweizern. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon 10 Mädels, die sofort einsteigen wollen, die aus der Schweiz kommen. Und jedes Jahr, wenn irgendwas irgendwie aktualisiert wird bei Sensi, bete ich, dass die Schweiz dazu kommt. Ich hoffe so sehr, dass die Schweiz irgendwann bei Sensi dabei ist. Aber wie gesagt, aktuell Kunden können bei uns im Shop bestellen, also bei allaboutanna.sensi.de, falls ihr es nicht wisst, über Mein Einkauf GmbH heißt die Seite. Die wirst du wahrscheinlich kennen, oder Sabrina? Ja, ich mache auch noch YouTube. Wenn du geguckt hättest, wüsstest du es auch, weil ich habe da nämlich aktuell ziemlich viele Videos online, ja. Ich war schon fleißig. Habe ich jetzt sehr gut aus dem Insta geschrieben. Okay, dann melde ich mich dann zurück, wenn ich fertig bin. Boah, ich habe schon wieder Kopfschmerzen von dem ganzen Gerede und dem zu wenig Getränke. Ich hoffe so sehr, dass die Sachen, die jetzt in der Schatztruhe sind, noch ein bisschen länger da sind, weil ich zeige euch immer so coole Sachen und dann sind die ausverkauft. Jetzt gucke ich nochmal, ob die Bestellungen aktualisiert sind, weil ich jetzt echt neugierig bin. Es ist immer noch nicht aktualisiert. Hä? Wieso dauert es heute so lang? Komisch, weil ich meine, als E-Mail habe ich es ja auch schon bekommen. Die Sarah. Wieso sehe ich, dass Sarah ihre Bestellung noch nicht bei mir drin? Da ist sie. Seid erschrocken, sorry. Erstmal, Sarah, vielen Dank, dass du für so viel Geld bei mir bestellt hast und dann auch noch auf meine Party geklickt hast. Du weißt ja, was das bedeutet. Und wow, die Sarah, die war schlau. Die Sarah hat es richtig raus. Die Sarah ist auf Sparen und Kombinieren gegangen und hat sich ein Perfect Sensi Set ausgesucht. Und es sind zwei Lampen für 35 Euro. Das sind nämlich diese hier, die Mood Black und die Mood in Taupe, wo ich euch gerade gezeigt habe, weil die echt mega schick sind. Die sind klein, schauen aber sehr modern aus, aber es passt dieselbe Menge rein wie bei einer großen Lampe und sie machen kein Licht. Das will ja nicht jeder. Und in diesem Set kann man sich 6 Bars dazu aussuchen. Da hat sie sich auch richtig leckere Düfte ausgesucht. Dann hat sie sich aus der Schatztruhe eine Laterne ausgesucht. Die zeige ich euch auch mal. Die hat sich meine Mama, glaube ich, auch damals ausgesucht. Das war aus unserer damaligen Weihnachtsedition. Ich hatte die im Übrigen dieses Jahr an Weihnachten auch oben stehen, meine Laterne. Die kam erst letztes Jahr. Die ist relativ neu. Wo bist du?
esse. Anstatt 85,51 €. Richtig schöne Laterne. Ich hoffe, ihr könnt euch auch die Bilder in meinem Shop nochmal groß anschauen. Die sieht richtig toll aus. Voll schön. Ich habe auch eine Kundin, die hat die am Boden tatsächlich stehen. Die hat allerdings auch keine kleinen Kinder. Und die sieht so schön aus, wenn die am Boden steht, weil es einfach ein Deko-Element ist, was halt trotzdem gut riecht, ja. Und natürlich hat sie sich die zwei beliebtesten Düfte ausgesucht. Also nochmal on top. Cozy Cardigan und Winterberry Apple Tea. Vielen Dank für deine Unterstützung. Kannst dich natürlich auch was freuen, aber das weißt du ja bestimmt. Mega. Hast du was ganz Tolles ausgesucht. Das war's. Also ich bin jetzt die Bestellungen soweit durchgegangen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen. Wenn nicht, dann schreibt es mir bitte. Und wenn ihr das erlaubt, dann lese ich sehr gerne eure Bestellung vor. Was hast du für coole Flasche? Meinst du dieses Teil hier? Den habe ich von meiner besten Freundin zum Geburtstag bekommen. Da sind so ein paar Sprüche drauf, die ich so ganz gerne in meinem Leben benutze. Das darf ich gar nicht zeigen. Wie soll ich da Leute in mein Team rekrutieren, wenn ich solche schlimmen Wörter sage? Ich könnte euch jetzt nochmal das aktuelle Starter-Kit zeigen. Weil wir hatten ja heute den Call, wo ganz viele von euch auch drin waren, die Interesse am Sensi-Business haben. Ich habe da im Übrigen einen Highlight-Ordner heute nochmal erstellt, damit ihr das auch nochmal alle nachlesen könnt oder anschauen könnt. Und jetzt schaut euch das mal bitte an, was wir für ein cooles Starter-Kit im Januar haben. Für 99 € habt ihr die Möglichkeit, dieses Kit euch zu schnappen. Also ich hoffe, man kann das... Ich versuche es jetzt so hinzudrehen, dass ihr das seht. Wartet. Okay, wir fangen an. Hier unten habt ihr einfach einen Mini-Ventilator in Grau. Also in der Farbe Slate, glaube ich, nennt sich die Farbe. Ja, allein schon der kostet fast 23 €. Mini-Ventilator, für alle, die es jetzt wieder vergessen haben. Das ist dieses Schätzchen hier mit einer Full-Size-Packung Pots. Ja, habt ihr auch noch dabei. Hier hinten in der Geruchsrichtung Amazon Rain. Dann habt ihr in eurem Starter-Kit einen Counter-Cleaner. Full-Size. Nix da Bröbchen, Full-Size. Dann habt ihr jetzt ganz neu im Januar-Starter-Kit auch noch unsere Wäscheserie. Das heißt, dieses Starter-Kit, ihr könnt es alles sofort bei euch zu Hause aufstellen. Ihr könnt euren Leuten alles zeigen. Ja, also Freunde, Familie, keine Ahnung, wen ihr da zu euch einladet. Das ist der Wahnsinn, was ihr da für Möglichkeiten habt. Waschmittel, Washerwifts, 2 Full-Size-Packungen Bars habt ihr dabei. Ja, die große Lampe habt ihr dabei. In diese Schale könnt ihr im Übrigen, ich glaube, 6 Würfel reinmachen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Kein Mensch, glaube ich, macht 6 Würfel da rein. Aber von der Größe her könntet ihr das. Und das absolute Highlight natürlich. Ach so, den haben wir auch noch dabei. Unser K-Bar. Und das absolute Highlight. Diese Tasche hier. Seht ihr das? Das ist unsere große XXL-Dufttasche mit über 80 Düften. Das sind solche Döschen, wo ihr alle Düfte durchschnuppern könnt. Das heißt, selbst meine Stammkunden, die sich wirklich schon längere Zeit überlegt haben, für ihren Eigenbedarf einzukaufen, weil sie einfach sparen können. Ja? Ihr fangt an mit 20% und seid dann auch relativ schnell bei den 25% Provision. Ihr habt die komplette Dufttasche dabei. Also das heißt, ihr könnt alle Düfte daheim schnuppern und könnt dann easy peasy über euer eigenes Programm bestellen und auch noch profitieren mit 20%. Ich sollte vielleicht mal mein iPad aufladen. Sonst wird es nichts mehr. Also überlegt euch das wirklich. Im Januar 99 € für das Starter-Kit. Hä? Geh doch jetzt an. Oh, das war das falsche Ding. Was habe ich denn da jetzt schon wieder bekommen? Sabrina, vielen Dank für dein Teamherz. Dankeschön. Für den Anfang... schau mal in die Schatztruhe, dass du da auf jeden Fall was sparen kannst, wenn du jetzt ganz neu dabei bist. Aber ansonsten empfehle ich immer super gerne Luna, Cozy Cardigan, Amazon Rain. Das sind so Düfte, die gehen für den Anfang und die sind bei jedem auch beliebt. Also ich kenne niemanden, der das irgendwie eklig findet, tatsächlich. Ja. Dann, wenn ihr das mal euch durchlesen wollt, ganz unverbindlich, auf allaboutanna.sensi.de. Wenn ihr dann auf meinem Shop seid, müsste da oben Anna Hofmann stehen. Dann seid ihr richtig. Und wenn ihr dann aufs Menü drückt und dann auf Starten, dann werdet ihr verbunden.
Und dann seht ihr eben das Starter-Kit. Und dann habt ihr hier unten ganz viele Punkte, wo ihr andrücken könnt. Habt ihr das jetzt gesehen? Nee, ne? Zum Beispiel häufig gestellte Fragen. Und diese ganzen Fragen, das sind so die Fragen, die ihr immer alle stellt. Alle. Und da könnt ihr draufdrücken und könnt direkt die Antwort nachlesen. Dann habe ich euch ein Video hinterlegt, wo ihr mich auch kennenlernen könnt. Dann habt ihr hier das Einkommenspotenzial offengelegt. Ja, also Sensi macht da gar kein Geheimnis draus. Dann habt ihr den Vergütungsplan von Sensi. Das heißt, ihr könnt sofort sehen, was ihr bei Sensi verdienen könnt und wie weit ihr vor allem verdienen könnt. Was haben wir denn noch? Lernen Sie Ihre Sponsoren kennen, das habe ich euch gerade gezeigt. Genau, da unten ist das Starter-Kit auch nochmal genau aufgelistet. Da könnt ihr euch nochmal alles anschauen, was alles enthalten ist und was vor allem was ist und so weiter. Was habe ich noch? Nee, eigentlich nichts mehr. Und dann könnt ihr auf Starten drücken. Also wenn ihr euch für den Weg entscheidet, ne? Also egal, ob ihr Kidnapper seid, wenn ihr das Kit einfach nur für euch bestellt, Eigenumsatz eigentlich nur für euch bestellen wollt, aber natürlich auch für diejenigen, die richtig Gas geben wollen, ja, die wirklich sagen, okay, ich habe da richtig Bock drauf, bei mir in der Nähe ist echt nirgends einer, der das macht, ich ergreife jetzt echt die Chance und ich möchte hier echt was schaffen, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne melden. Also in beiden Fällen könnt ihr euch natürlich melden, egal ob es nur für euch ist oder ob ihr wirklich anfangen und starten wollt. Oder ihr entscheidet es noch. Es gibt auch ganz viele, die sagen, ich will erstmal nur für mich bestellen, alles gut. Und dann gehen die aber trotzdem in meine WhatsApp-Gruppe und schauen natürlich und schauen zu und schauen die Trainings an und die Lives und stellen ein paar Fragen. Und nach ein paar Wochen melden die sich auf einmal und sagen, ey Anna, ich will das nicht nur für mich machen. Ich glaube, ich will das jetzt wirklich machen und so. Und dann kommen sie immer und dann sage ich immer, ja cool und schön, dass du dich meldest und so. Das braucht ja auch ein wenig, ne? Man muss da ja auch erstmal warm werden, ne? Man muss sich da auch erstmal sicher sein. Genau. Es kommt darauf an, welche Lampen, ne? Also den Vorteil, den du als Beraterin hast. Ich weiß auch, dass das in manchen Betrieben, Direktvertrieben nicht erlaubt ist. Aber den Vorteil, den wir als Sensi-Berater haben, ist, dass wir unsere eigenen Partys erstellen können. Das heißt, wenn ihr jetzt auf meine Party drückt, auf meinen Party-Link, also ich habe die ja genannt, bitte hier klicken, danke Anna, kostet euch das keinen Cent mehr, aber ihr unterstützt mich damit. Also das heißt, ihr werdet nicht nur als Beraterin unterstützt, wenn jemand bei euch ganz normal bestellt, weil ihr natürlich Provision bekommt, sondern on top sammelt ihr für eure eigene Party. Und das alles, was da hinten steht, ist durch eure Unterstützung. Als Beraterin kann man sich sowas aufbauen, weil man selber Prämien sammeln kann. Man kann sich Lampen kostenlos holen, für die Hälfte holen. Also das ist möglich hier bei Sensi und das ist das Geile. Und ja, das ist auch noch ein Vorteil, wo ich sage, hey, voll cool, bei Sensi kann man sich eigene Partylinks erstellen. Man kann selber davon profitieren, man kann doppelt und dreifach profitieren. Also anders kann man es ja nicht sagen. Man kriegt die Produkte günstiger, man kann aber natürlich auch Sammelbestellungen machen und kann dann noch mehr Produkte umsonst bekommen oder für die Hälfte, ne? Ja. Genau. Die Melli schreibt, ich habe es gekauft und wollte es für mich machen, aber wer weiß. Genau, wer weiß. Es kann durchaus sein, dass du in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten sagst, ey, jetzt will ich loslegen. Schade ist es dann natürlich wegen eurem Start. Denn es ist einfach so, dass Sensi für die Leute, die halt direkt Gas geben möchten, hat Sensi sich halt schon nochmal was Cooles überlegt. Und zwar ist es unser sensationeller Start. Den findet ihr im Beraterleitfaden auf Seite, ich muss immer wieder nachschauen, auf Seite 16 und 17. Das ist hier alles super gut erklärt. Schade ist es dann natürlich für die Mädels und für die Jungs, die sagen, sie schauen mal. Und dann ist die Zeit schon abgelaufen. Weil jede Sensi-Beraterin hat nur einmal in ihrem Leben als Sensi-Beraterin die Möglichkeit, den sensationellen Start zu schaffen oder zu machen. Dankeschön für dein Fingerherz. Genau. Das bedeutet gar nichts für dich. Also das ist einfach nur meine Party. Das ist eine Party, den Party-Link, den ich angelegt habe. Aber grundsätzlich profitieren meine Kunden immer davon, wenn sie da draufklicken. Genau, und es gibt verschiedene Ebenen, also du hast halt zum Beispiel die, die ersten 15 Tage, das ist dann der Shootingstar und da hast du die Möglichkeit, dir ein Erweiterungskit zu kaufen, also das ist sozusagen ein erweitertes Starterkit, da hast du unter anderem auch den Diffuser drin, der da hinten steht, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Hast die Möglichkeit. Und dann gibt es eben nochmal drei Ebenen. Wenn ihr die eben schafft, dann habt ihr am Schluss, also bei der dritten Ebene, habt ihr eine Warengutschrift von fast 300 Euro.
eine Anstecknadel oder einen Anhänger. Ich habe mich immer für die Anhänger entschieden. Einer Urkunde, einer Duftlampe, die es nicht zu kaufen gibt. Das ist wie ein Award, kann man sagen. Und so eine kleine Trophäe noch. Genau. Also das habt ihr dann alles erarbeitet. Ist natürlich dann schade für diejenigen, die sagen nach ein, zwei, drei Monaten, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt will ich starten. Dann ist es immer ärgerlich, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, das nachzuholen. Also das ist, da habt ihr halt nur 70 Tage dafür Zeit. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr das nicht schafft. Also das ist nicht dramatisch. Ich habe viele Führungskräfte, Direktoren, die das nicht geschafft haben und trotzdem Führungskräfte sind. Also das hat nichts mit eurem Erfolg in der Zukunft zu tun, ja? Es ist einfach was, wo Sensi dir an die Hand gibt, wo sie sagen, hey, wenn du jetzt hier anfängst und du reißt direkt dir den Hintern auf und hast richtig Bock, dann bekommst du auch gleich was dafür. Und die Britta hat es gerade im Call gesagt und das fand ich eigentlich richtig cool. Die fragen ja immer, habe ich einen Mindestverkaufswert? Und Sensi sagt ja ganz klar, du musst in einem Monat von 12 Monaten, also in einem Jahr, musst du einmal 200 PAV erreichen. Wenn du das nicht hast, dann denk halt Sensi, okay, du hast keinen Bock auf Sensi oder du machst es halt einfach nicht, dann kündigen wir dich einfach so, dann bist du einfach gelöscht. Also das finde ich eigentlich nicht schlecht, weil da müsst ihr euch um nichts kümmern, ja? Und dann sagen immer viele, ja, aber schafft man das? Wenn ihr nur eine einzige Party im Monat macht, braucht ihr euch darüber schon gar keine Gedanken machen über die 200 PAV. Und das verspreche ich euch. Wirklich, ich schwöre es, ja. Und wie gesagt, Shootings da kann man machen, muss man aber nicht. Aber es ist eine coole Sache, dass ihr da direkt so einen Leitfaden habt, dass ihr da so Ziele, so kleine Ziele vor Augen habt. Ja, es sind einfach viele Mädels da, die sagen, boah, ich will das machen. Und die fangen halt mit 20% Provision an und sagen, nee, Anna, ich hab Bock auf die 25% Provision. Und jetzt hier dreht mir in den Arsch und ich will das jetzt, ja. So, ja, das schafft man, schreibt hier jemand. Das war die beste Entscheidung, was ich gemacht habe, zu dir ins Team zu kommen. Och, Nadja, Dankeschön. Was muss man für die Ebenen erreichen? Das kannst du auf jeden Fall alles nochmal nachlesen. Ich kann es dir aber auch nochmal in 1:1-Gespräch sagen. Es gibt verschiedene Sachen. Also es ist jetzt echt viel und ich denke mal, für Neue ist es ein bisschen viel. Vor allem, wenn ich dann mit so Fachbegriffen komme wie PAV und so weiter. Aber das könnt ihr auf jeden Fall alles nachlesen. Also das ist gar kein Problem. Also da macht Sensi auch gar kein Geheimnis draus. Und wie gesagt, ihr seid nicht zwingend dazu aufgefordert oder ihr seid nicht gezwungen dazu, das zu schaffen. Aber es ist halt einfach was, ja, wo man sich so kleine Ziele setzt, ne? Jenny, kleine Ziele. War warte mal, ich habe da so eine Nachricht. Ja, also ich fange halt mal an, ich schaue halt mal, wie es wird. Ja. Ja. Doch, ich erkenne dich. Ich wusste, wer du bist. Hallo? Da unterstellst du mir, dass ich sie nicht kenne? Pass auf. Er lacht sich schon. Weiß sie ganz genau, nämlich. Weiß sie nämlich ganz genau. So, warte mal. Hallo? Ja. Oh Gott, dieses WhatsApp. So. Jetzt kriegt sie gleich die Nachricht. Und kann sie wieder lachen. Boah, sind wir schon viele in der Gruppe, ey. So. Boah, wir haben schon 22:15 Uhr. Ich drehe ab. Ich muss jetzt Schluss machen, weil ich habe morgen tatsächlich einen Arzttermin. Sonst komme ich morgen nicht raus und ich leide den ganzen Tag wie ein Hund, wenn ich jetzt nicht in mein Bettchen gehe. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder ihr beraten werden wollt, ich sage nichts mehr, schreibt sie. Ja, ich erkenne sie nie. Nee. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum Sensi-Start, zum Sensi-Anmelden, zum Business, zum Eigenbedarf, Gewerbeanmeldung, Ängste, Düfte, Schatztruhe,
Egal was, dann meldet euch auf Instagram. Instagram mache ich jetzt noch ein bisschen, dann gehe ich ins Bett und melde ich mich aber morgen bei euch. WhatsApp ist wie gesagt im Profil hinterlegt. Ich hoffe, es funktioniert. Vorhin meinte sie ja, das geht nicht. Eigentlich sollte der Link gehen. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann müsst ihr mich halt über Instagram kontaktieren. Ist aber auch nicht schlimm, okay? So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen und fürs Zuschauen. Das war jetzt wieder sehr cool. Und emotional, um Gottes Willen. Das muss ich mir fast im Replay anschauen, wie ich da anfange zu weinen. Und ja, dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bye, bye.